Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und heute das Tier 7 Schiff Belfast am Start. In der aktuellen Form wird das von Da Moffi gesteuert. Vielen Dank an der Stelle für das Replay. Und jetzt schauen wir mal, was er hier reißen kann. Der Anfang gewohnt langweilig. So, aber jetzt geht's los. Dann schauen wir mal, was hier passiert. Nürnberg hat er hier auf dem Kicker. Und da, uhuhu, schon hier schön mit Zitadellen. Also Schnick und Schnack, 10.000 Damage. So läuft's los. Und jetzt will er natürlich hier aus dem Nebel heraus die Mahan da wegmachen und das sollte da eigentlich gleich erledigt sein. Jo, Mahan ist da jetzt zerstört. Von der eigenen Mahan alles gut, also aus seinem Team. Und jetzt geht's weiter auf die York drauf. Umschalttaste, das ist leider so. Ich kann jetzt entweder das so machen, dann seht ihr kein Schiff mehr, was hier merkwürdig ausschaut, oder wir lassen es in der normalen Form und hoffen, dass diese Anzeige nicht mehr kommt. Wie gesagt, Replay nach wie vor bei Warship so ein bisschen. So, Belfast hat ja, anders als viele andere britische Schiffe, eben HE am Sport. Dementsprechend tut er sich natürlich hier gegen die Schlachtschiffe auch deutlich leichter. Das Radar ist jetzt auch aktiv. Einfach mal, um im Zweifel ein bisschen mehr Licht zu haben, aber auf die Scharnast wird natürlich weiter drauf geballert. Ist entdeckt von mehreren Schiffen, dementsprechend ist er jetzt natürlich gut daran, wenn er mal da so ein bisschen wieder wegkommt. So, jetzt hat er die nächste Nebelwand am Start und die ist, glaube ich, ganz nötig, denn die Scharnost ist hier sehr nah und auch von hinten kommt da einiges rein. Aber er ist ein bisschen rausgefahren. Deswegen ist er weiterhin offen. Man sieht hier gut, dahinter war die Nebelwand vorhanden. Mahan hat jetzt hier auch noch mal ein bisschen was gesetzt. Das heißt, diese Schiffe spotten ihn nicht mehr, aber eben die York von da drüben. Und dementsprechend bleibt er dann ja auch offen. So, jetzt geht's weiter erstmal auf die York. Die AP-Granaten sind definitiv nicht zu unterschätzen und kaum, sag ich, kriegt er da die Zitadelle hin. Aber auch er muss aufpassen, dass er hier nicht zu viel unter dem Gegner
Feuer leidet, aber nochmal eine Zitadelle und vielleicht, ah, ich wollte gerade sagen, vielleicht schafft das mit dem nächsten Hit schon, ihn zu versenken, aber dann hat es das Team schon erledigt und dementsprechend alles entspannt. 56.000 Damage aktuell auf der Uhr. Aktuell ist es hier so ein bisschen stiller, vor ihm die Leningrad. Ich glaube, auf die will er da noch ein paar Hits setzen. Bringt sich auch schon in Position, dass er mit allen Kanonen draufballern kann. Und da, ja, gehen sie alle raus. Leningrad wird ein bisschen überrascht. Und er trifft da schon mal die ersten für 2000 Damage. Justiert da ein wenig nach. Leningrad tut aber sofort den Kurs korrigieren. So, jetzt macht er das Radar an. Leningrad wieder offen. Nochmal schön getroffen. 2000 Damage und jetzt hat die Leningrad nur noch 100. Also das heißt, einmal anpusten. Die schauen auch gar nicht schlecht aus. Und jo, da macht er sie. Sehr schön gemacht. Gut gespielt. Gut mit der Radar da gearbeitet. Und jetzt setzen hier die nächste Nebelwand. Und diesmal fährt er hoffentlich nicht raus. Auf jeden Fall reduziert er schon deutlichst die Geschwindigkeit. Die Duke of York wird er auch weiterhin offen gehalten. Das heißt, er kann hier entspannt aus dem Nebel weiterballern. In dem Fall natürlich wieder mit HE, klar. Ein Feuerchen wäre auch ganz schnieke. Nimmt man ja immer ganz gern auf so einem Schlachtschiff. Da hat er nochmal einen Brand gesetzt. So, und jetzt will er gleich da auf die Erober das nächste Ausrufezeichen setzen, aber die ist schon hinterhalb der Insel. Ist also gut beraten, wenn er weiterhin auf der Cube drauf bleibt. Der B-Cap ist jetzt gleich eingenommen durch den Gegner und auch wenn schiffmäßig natürlich deutlich zugunsten seines Teams steht, drei Schiffe erst verloren, der Gegner schon 7, aber so ein kleiner Achtungserfolg, dass der Gegner hier nochmal den B-Cap einnehmen konnte, aber jetzt klar geht natürlich hier die Revanche dafür los. Jetzt muss aufpassen, mit der Colorado wird ein bisschen gekuschelt, aber alles halb so wild. Dadurch kann er jetzt halt seinen Kurs nicht so wählen, dass er mit allen Kanonen draufschießen kann. Oh, die Torpedos, die waren gar nicht so ohne, aber kann er entspannt dodgen. Bleibt weiter auf der Edinburgh drauf. So, und hier ist schon der nächste Zerstörer auf der Flucht. Hat noch AP gerade geladen gehabt, wählt aber jetzt sofort wieder HE. Und er bleibt da auch drauf, also kann da wiggeln und sich bewegen, so viel er will. Auch nochmal den Brand sogar verursacht. Jetzt ist er leider nicht mehr zu sehen. Schade drum.
Aber die Ober, die ist ganz nah. Da muss man natürlich immer aufpassen wegen der Torpedos. Ober da jetzt komplett nah an ihm dran. Oder umgekehrt, aber da hat er den Damage gut rausdrücken können. 4 Zitadellen durch seine Granaten und ja, die Versenkung war dann easy und jetzt zieht er auch früh genug die Torpedos. Da kann er noch ganz entspannt gegenhalten. Kein Problem. Und jetzt gleich mal mit HE dann weiterballern. Und diesmal sollte sie da nicht so einfach wegkommen. Die erste Salve jetzt zwar nochmal in die Insel gejagt, aber die nächste, die kommt gut. Und 3100 Damage, jetzt sind es noch 143. Und das sollte er es machen. Ja, und auch hier den Kill vor der Nase wegstibitzt bekommen. Schade drum. Den hätte er sich auch verdient mittlerweile bei 130.000 Damage. Und eigentlich erst 2 Kills. Schade. Da hätte ich ihm schon einen Kill mehr gegönnt, sage ich mal zum jetzigen Zeitpunkt. So, wieder den Smoke an. Da King George auf ihn zufahrend. Wegfahrend, Entschuldigung, von ihm wegfahrend. Sieht man ja. Ist ja naheliegend. Warum sollte ich auch auf ihn zufahren? Hat ja Angst. Jetzt hat er sich sein Großkaliber gesichert. So, vielleicht auch nochmal ein schönes Brändchen. So, B-Cap ist auch eingenommen. Man muss sagen, es war ein ungefährdeter Sieg. Da spoilere ich, glaube ich, jetzt nicht zu viel, wenn man das jetzt schon mal vorwegnimmt, weil bei 2 Schiffen, 2 Caps, 400 Tickets Unterschied, da kann man recht einfach sagen, yo, das hat das Team mal easy peasy nach Hause gefahren, nach Hause geschifft, um jetzt hier ein bisschen in der Sprache zu bleiben. So, und vielleicht kriegt er jetzt mal wenigstens noch den letzten Kill. Nein, auch nicht sein Brand. Egal. 155.000 Schaden. Die Kneisenau noch als letztes verbliebenes Schiff des Gegners. Er probiert es nochmal über die Insel zu zirkeln. Und da kommen auch noch ein paar an. Sehr gut. Allerdings ohne Schaden zu verursachen. Aber die Kneisenau, wie gesagt, jetzt das allerletzte verbliebene Schiff. Und das sollte sich jetzt gleich erledigt haben. Frage ist nur, ob durch Tickets hier gewonnen wird oder durch Versenkung. Denn es sind auch nur noch 50 Tickets über. Ansonsten sag ich schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir wie immer riesig Spaß gemacht, Warships zu kommentieren. Ich werde immer wieder gefragt, wann spielst du es denn? Zum Spielen reizt es mich ehrlicherweise nicht. Ich schaue es mir gerne an, kommentiere es. Da habe ich Bock drauf und dabei bleibt es auch erstmal. Daher hoffe ich, es gefällt euch. Wünsche euch weiterhin selber viel Glück bei World of Warships. Bis zum nächsten Mal. Euer Ekramba.